Hi, willkommen zu einer weiteren Folge Captive Minecraft. Dabei ist der durch der Zinus. Hallo. Hallo, was geht ab? Bei der letzten Folge, die gab es ja beim Zinus, da haben wir die Bünger ein bisschen enchantet und ich zeige euch mal, was wir dort gemacht haben. Da haben wir nämlich jetzt einen Power 2 Bogen, einen Power 4 Bogen und einen Power 3 Bogen. Dementsprechend können wir uns jetzt recht einfach demnächst noch einen zweiten Power 4 Bogen machen und dann müssen wir uns nur überlegen, ob wir dann den zu Power 5 machen oder ja, ob wir erstmal zwei Power 4 behalten. Da gucken wir mal. Wo bist du? Ich suche hier gerade so ein paar Sachen. Vielleicht finde ich noch eine Kiste. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich enchant dann so lange ein bisschen. Wir haben auch jetzt noch ein paar Level gefarmt. Das ist immer das Tollste, aber muss gemacht werden, leider. Das ist so. Ich habe irgendwas jetzt im Warte, ich habe noch einen Minenschacht gefunden. Hä? Wir waren doch schon mal in einem. Gibt es da zwei? Das, ist strange. Warte. Nee, es ist nicht dasselbe. Warte, es ist so. Lol, das ist ja witzig. Der Minenschacht ist über dem anderen. Wir waren nur in einem drin. Lol, ich kann hier runterspringen. Und hier hat es noch eine Kiste. Warte, warte. Wo bist du? Kommt man hier runter wieder? Noch eine Enderperle. Wieso hast du das hier mit Ende zugemacht? Hä? Wo hast du zugemacht? Oh, lol, hier geht das. Nee, komm da nicht runter. Ja, deshalb geh nicht runter. Geh nicht runter. Ja, ich sehe gerade die ganzen. Oh nein, nicht explodieren, Creeper. Nicht explodieren, Creeper. Ich habe ja andere Wege mittlerweile gebaut. Da, wo wir einfach mit diesem Jumper runterkommen. Ja, ich bin wieder hochgekommen. Ist deutlich angenehmer. Ich habe noch eine Enderperle. Weißt du, was das bedeutet? Enderportal. Wir können, glaube ich, schon bald ins Enderportal. Ich könnte mal kurz auschecken gehen, wie viele Enderaugen wir benötigen. Ich gucke, um ins End zu kommen. Ich mal ein bisschen weiter. Dann so. Okay, nice. Ich gehe mal gucken, okay? Ja, mach das. Vielleicht haben wir schon genug. Dann haben wir jetzt Power 3 hier noch. Bin runtergefallen und habe genau noch zwei Herzen gehabt. Chichi. Nice. Wahrscheinlich tut es ja sowieso nicht eigentlich. Nee. So, damit haben wir zwei Power 4 Bögen. Und noch ein Power 1. Das ist nice. Und noch ein paar Bögen auch. Ich pack das alles mal rein. Okay. Wir brauchen 5. Wir brauchen noch eine Enderperle. Eine Enderperle brauchen wir noch. Ja, die kriegen wir doch bestimmt irgendwie. Ich hoffe es. Eisen. Wenn wir noch eine Kiste finden, könnten wir schon ins End. Das wäre nice. Okay, was müssen wir sonst noch machen? Ich gehe mal Dias farmen, oder? Ich denke, das ist Mach was. Mach das. Ich werde euch jetzt noch eine Kleinigkeit zeigen, die ich gefunden habe. So, ich habe nämlich eine kleine Höhle gefunden gehabt. Ich habe irgendwelche komischen Geräusche gehört. Und ich dachte erstmal, das wären irgendwelche Pferde. Da greift mich ein Zombie an. Und da ist einfach eine Höhle mit Eisbären drin. Die Worldball ist noch nicht groß genug, dass wir jetzt irgendwie da rankommen können. Aber auf jeden Fall, hallo. Und das ist mega cool. Ja, die sind auch cool. Das ist auch ein bisschen zum Zeigen, was so neu an der 1.10 ist. Ja. Weil wir haben halt außerhalb schon welche gesehen, aber noch keine so richtig mitbekommen, ne? Ne, da chillen die jetzt ihr Leben. Gut, ich komme dann jetzt auch mal runter. Da hat so viele Zombies, ne? Da müssen wir echt aufpassen. Ich hab's jetzt ganz nach unten geschafft. Hast du gar keine Level mehr? Ich hab nur noch 5 Level. Okay. Ich hab alles wir müssen dann auf jeden Fall auch noch die Rüstung enchanten. Das müssten ja, wir definitiv. Auch noch als nächstes machen. Ich sehe schon, wie wir wieder an der Skelettfarm stehen werden. Aber gut, zum Glück haben wir die. Sonst wäre es unmöglich. Ja, das ist echt so. Jetzt brauchen wir aber zuerst noch Dias, um beide Full Dia hinzubekommen. Das wäre halt so echt das Ziel. So viel brauchen wir nicht. Eine haben wir ja schon komplette. Und Goldäpfel würde ich halt auch extrem viele machen. Ja, also Äpfel haben wir ja genug. Wir haben ja nie welche gegessen. Also ich zumindest nicht. Nee, ich auch nicht. Und Gold haben wir echt jetzt auch noch ein bisschen hier unten, sehe ich gerade, also von dem her läuft bei uns. Ich gehe ganz kurz hoch, weil dann kann ich ja sowieso einen Teleporter benutzen und ich kann dann jetzt mir die Pilzopfen auffüllen, dann kann ich ja ein paar mitbringen, falls du brauchst. Genau. Also ne, Essen habe ich genug, muss ich sagen. Egal, aber ich brauche welche. Genau. Ich hoffe, wir finden noch die. Es gibt hier noch viele eben, ich habe jetzt nur immer ganz unten abgefarmt, ne? Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen weiter oben. Hast keine gefunden bis jetzt? Bis jetzt noch nicht, aber ich habe auch noch nicht lange gebuddelt, weil ich die ganze Zeit... Ja, ich denke, da findet man noch was. Getötet habe. Hui! Okay, das war knapp. 2 Herzen. Ein Leiter runtergestürzt. Okay. Ist gefährlich. Schlepp gefährlich. Echt so. Es wäre cool, wenn wir noch Dias finden würden. Ich glaube aber auch, dass es noch welche gibt. Weil, die Schwerter müssen wir dann auch noch enchanten. Ah, okay, das war ich. Nice. Bisschen zu risikoreich. Die Schwerter müssen wir auch noch enchanten. Würdest du Dia oder Eisenschwerter nehmen? Im Endeffekt, ich weiß es nicht, so schwer. Wichtig ist das Schwert ja eigentlich nicht. Ich bin Wizard höchstens. Ich würde es davon abhängig machen, wie viel Dias wir finden. Okay. Also ein Sharpness 5 Dias-Schwert werden wir niemals bekommen. Oh nein, ich verreck gleich schon wieder. So, nach einiger Geplänkelei haben wir es jetzt endlich geschafft, mal hier die Mobs ein bisschen loszuwerden. Haben jetzt alles ausgeleuchtet, ein bisschen zugebaut. Jetzt können wir mal ein bisschen in Ruhe farmen. Ich habe nochmal 4 Dias gefunden. Nice, nice, nice.
Das ist sehr cool. Also wir haben hier noch Potenzial nach oben, ne? Also wir haben noch nicht so viel durchmint, sehe ich gerade. Nee, ist auch noch ein bisschen was frei. Guck mal. Genau. Auch oben an der Oberfläche habe ich gesehen, dass da echt nur einiges war. Gold und Lapis habe ich gesehen und alles mögliche. Sehr cool, sehr cool. Oh, Eisen. Gut, wir können es sicher gebrauchen. Jetzt habe ich nochmal 7 Dias. Und wir haben ja schon noch 5 oben. Genau, also 12 Dias nochmal. Genau. 7 brauchst du für die Hose. Also können wir nochmal Hose und Schuhe schon mal machen, glaube ich. Oder sogar Helm. Also läuft bei uns richtig gut. Ja, wir strippen auf jeden Fall alles durch, dass hier nicht irgendwas verloren geht. Ja. Wenn wir schön alles hier rausholen. Aber ich glaube, die Eisenschwerter-Taktik wäre am besten. Schreib's mal in die Kommentare, aber ich glaube, das wäre fast am besten, oder? Wir haben halt hier keinen Zeitdruck so doll, wie bei Manvaro zum Beispiel hat, deswegen ist der Eisenschwert ja besser. Aber ich denke, dass hier einfach nicht genug Dias sind, dass wir da jetzt die Dias-Schwerter ausdenken können. Und im Endeffekt brauchen wir es ja jetzt nicht so doll. Nee, man braucht es ja nur beim Nahkampf vom Wither. Ja. Und sonst eigentlich gar nicht. Und das tut, sollte eigentlich auch ein Sharpness 4 Eisenschwert oder so tun. Sharpness 4, ja, 4 oder 5, das ist jetzt aber wieder so keine Rolle. Aber so viel ist hier nicht mehr an Platz frei. Einiges. Ach nee, wir haben über uns ist noch einiges ausgehört. Ja, genau. Das meine ich. Krass, stimmt. Da haben wir echt noch viel Platz. Dann gehe ich mal eine Ebene höher direkt. Da müssten eigentlich auch Dias sein von der. Ja klar, die sind ja ganz oben sogar gewesen. Die sind ja auch ganz oben sogar gewesen. Genau, da können wir locker nochmal alles durchminen. Also sprich, wir können sicher noch ein paar Dias bekommen, denke ich mal. Hast du noch ein paar Fackeln für mich oder Kohle? Kohle habe ich, aber Fackeln gerade nicht. Droppst du mir einfach Kohle. Ja, wo können wir hier hoch? Du hast keinen Skin bei mir drin. Ja, ich weiß, bei mir habe ich selber auch keinen Skin drin. Ich weiß nicht weshalb. Minecraft buggt bei mir letztens die ganze Zeit so ein bisschen. Hä? Wo ist denn hier der Ausgang? Ich bin mich gar nicht mehr zurecht. Wir haben viel zu viele Gänge gebaut. Ja, aber gut. Kann man eigentlich auch eine Leiter einfach machen. Hä? Wie kann ich das denn nicht finden? Ich bin gerade voll verwirrt. Ah, hier? Nee, auch nicht. Mein Heilspitzhacker geht auch Schrott. Du findest den Weg nicht. Bin ich dumm? Ja. Hä? So, wetten, ich find's jetzt hier ein paar Sekunden. Warte. Gut, das weggeschnitten? Nee, kann nicht sein. Nee. Ah, hier, ich hab's gefunden. Endlich. Ah ja, hier links. Nach so langer Zeit. Oh, hier wurde ziemlich viel weggesprengt. Ja, da ging's eben ab mit den Creepern. Gut. Mal gucken. So wird auch einer der letzten Mining-Touren sein, weil wir im Endeffekt auch dann nichts mehr brauchen. Wir müssen ja uns nur einmal Full Dia machen und dann haben wir auch gar keinen Grund mehr, irgendwie jetzt nach unten zu gehen. Das ist genauso. Auch mal nicht schlecht. Normalerweise kennt man es ja bei Projekten, dass man so viel farmt. Bei Captive Minecraft war es wirklich so, dass man eigentlich fast nie farmen musste, so richtig viel. Das macht man selten. Genau, das Einzige, was wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, ist Level Farm, aber sonst ist eigentlich echt nicht so viel. Das Einzige. Aber so ja, mit Farm verbinde ich halt wirklich dieses Grinden einfach. Ja gut, ist bei XP eigentlich auch. Aber ja. Trotzdem, es hält sich in Grenzen. Von dem her, man findet ja auch die wichtigsten Sachen. Ja. Ich baue jetzt einfach alles noch ein bisschen ab. Gold können wir noch auch gebrauchen auf jeden Fall. Ja. Glaubst du, aber es müsste schon noch geben, oder? Ja, klar, wir hatten ja oben auch Dias gehabt. Von dem her sollte es eigentlich auch... Ja, noch. Hallo. Du baust hier den Weg ab, du Schlawiner. Den habe ich nicht gesehen. Hast du noch Wood bei dir? Ich habe ja ein bisschen. Okay. Kannst du mir das kurz droppen? Oder wo bist du? Ich bin hier oben. Ach, hier? Okay. Ja, einfach das und das, keine Ahnung. Hier habe ich dich. Okay, danke schön. Ich muss nämlich ein paar Fackeln machen. Hier finde ich leider keine. Gerade. Ich finde sowieso nichts Besonderes momentan. 7 Stück habe ich noch, so. Von dem her geht's eigentlich. Ich habe Redstone noch gefunden. Das werden wir ganz dringend brauchen. Redstone? Das war ironisch. Ich wollte schon sagen, hä, was willst du jetzt unbedingt Redstone? Das war nämlich jetzt auch mein Gedanke. Ich glaube, ja, Tränke können wir dadurch strecken. Meine Eisenspitzhacke ist leider Schrott. Ich finde gerade auch keine mehr. Ich mach hier Hast noch du Eisen mit, zufällig? Nee, leider gar nichts. Ja, die Schokolade. Mal gucken. Ich guck mal hier an der Oberfläche, ob hier noch ein paar wertvolle Sachen sind. Lapis hat sie schon geholt. Ich glaube, nee, Redstone kann man. Lapis kann man, glaube ich, mit einer Steinspitzhacke sogar abbauen, oder? Ja, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, weiß ich aber nicht. Also finde ich hier noch.
Aber ich gehe, bevor ich jetzt hier hochgehe, beende ich jetzt trotzdem langsam die Folge. Wir sind nämlich jetzt am Ende angekommen. Und ich denke, dass wir die nächsten Folgen auf jeden Fall ins Ends gehen werden. Was heißt auf jeden Fall, sondern da wird es drauf hinauslaufen. Was müssen wir jetzt eigentlich noch machen? Wir brauchen noch ein, wir haben zwei Power 4 Bögen. Im Endeffekt reicht das ja schon. Wir brauchen noch eine volle Dia-Rüstung. Und noch ein verzaubertes Schwert. Das war's. Dann wären wir schon bewaffnet. Genau. Und ein paar Goldäpfel. Ich denke, das machen wir demnächst. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und das Finale rückt näher. Okay. Das Finale rückt näher. Ich bin echt gespannt. Also denkt dran, die nächste Folge kommt beim Zinus. Lasst eine positive Wertung da, falls es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.